Herzlich willkommen. In diesem Video wird es um die dynamische Differenzkalorimetrie bzw. auf Englisch Differential Scanning Calorimetry, kurz DSC, gehen. Hierbei handelt es sich um ein Messverfahren, mit dem unter anderem spezifische Wärmekapazitäten und Umwandlungswärme bestimmt werden. Bei der dynamischen Differenzkalorimetrie werden gleichzeitig zwei Tegel erhitzt. Einer der Tegel enthält die zu untersuchende Probe, wohingegen der andere leer ist und als Referenz dient. Die Temperatur der beiden Tegel wird immer um denselben Betrag erhöht. Das heißt, dass die Temperatur der Referenz gleich der Temperatur der Probe ist. Die Wärmemenge, welche hierfür benötigt wird, wird bei beiden Tegeln gemessen. Um die Einflüsse des Tegels und der Atmosphäre zu eliminieren, wird die Differenz der beiden Wärmemengen aufgezeichnet. So wird die Wärmemenge, welche die Probesubstanz aufnimmt, bestimmt. Aus den Werten wird ein Diagramm erstellt, welches die Differenz der geflossenen Wärmen gegen die Temperatur aufträgt. Hier ist ein solches Diagramm für eine Probe aus PET zu sehen. Es sind zwei Peaks sowie eine Stufe zu erkennen. Die zuerst zu erkennende Stufe entsteht durch einen Phasenübergang zweiter Ordnung, den Glasübergang. Da es sich hierbei um einen kontinuierlichen Phasenübergang handelt, steigt die Temperatur trotz Phasenumwandlung weiter. Dementsprechend wird ein Wendepunkt und kein Extrempunkt aufgezeichnet. Die Glasübergangstemperatur entspricht dem Wendepunkt. An den Peaks sind Phasenübergänge erster Ordnung zu erkennen, wie zum Beispiel das Schmelzen, die Rekristallisation oder das Verdampfen eines Stoffs. Das zu erkennende Minimum entsteht durch die Rekristallisation der Probe. Da bei der Bildung von Kristallen Wärme frei wird, muss weniger Wärme zur Erhöhung der Temperatur aufgewendet werden, weshalb eine geringere Wärmeflussdifferenz zwischen Probe und Referenz aufgezeichnet wird. Das Maximum entsteht durch das Schmelzen der Probe. Da beim Übergang zur Flüssigkeit Wärme aufgenommen wird, ohne dass die Temperatur steigt, ist hier ein höherer Wärmefluss zur Probe nötig, weshalb ein Maximum entsteht. Die Phasenumwandlungstemperaturen können anhand der Extrempunkte abgelesen werden. Die Flächen unter den Peaks entspricht der gesamten Wärme, welche beim Phasenübergang entsteht bzw. aufgewendet werden muss. Somit kann anhand der Fläche die Phasenumwandlungswärme bestimmt werden. Falls bei einer teilkristallinen Probe die Schmelzenthalpie bei 100%iger kristallinen Probe bekannt ist, kann aus dem Verhältnis der gemessenen Schmelzenthalpie und der Schmelzenthalpie bei 100%iger Kristallinität der sogenannte Kristallinitätsgrad bestimmt werden. Falls es wie bei PET zuvor zur Rekristallisation kam, muss die dabei entstandene Enthalpie natürlich abgezogen werden. Das Ganze ist hier in einer Formel veranschaulicht. Insgesamt wird die DSC heutzutage in den meisten Laboren zur thermischen Charakterisierung eingesetzt. Vor allem in der Polymerchemie ist es eine beliebte Methode, um Produkte hinsichtlich Glaspunkt und Kristallinität zu charakterisieren.